Okay, hauen wir uns hin. Aber wir sollen uns wahrscheinlich genug Knoblauch mitnehmen, weil für gewöhnlich wirkt das gegen Vampire. Guten Morgen, Meister Tier. Habt ihr gut geschlafen? Ich denke schon. Wir sind wieder alle beisammen. Hast du vielleicht noch etwas Nettes im Schrank rumliegen? Nö. Oh, das Essen steht auch noch auf dem Tisch. Pan, ich glaube, du hast nicht genug gegessen. Das solltest du auf jeden Fall nachholen. Und keiner hier drin, alle draußen? Ja. Oh oh. Oh je. Guten Morgen zusammen. Necklord, was willst du? Die Gegenwart deiner Tochter führte mich hierher. Ist das nicht offensichtlich? Immerhin handelt es sich um eine Nachfahrin des Dorfvorstehers. Ich lasse nicht zu, dass Tengar etwas zustößt. Das stimmt. Und wieso bist du überhaupt am helllichten Tage hier, wenn du doch ein Vampir bist? Schämst du dich denn nicht? Schämen? Wovon redest du eigentlich? Ich wurde durch eine Rune zum Vampir. Deshalb bin ich ein besonderes Exemplar meiner Art. Das Sonnenlicht macht mir nichts aus. Es macht mich nur etwas schläfrig. Verlass uns sofort, oder ich zeige dir die Macht des Kriegerdorfes. Okay, die hatten keine Chance. Alles gut, sagt sie, alles gut. Passiert mal, ich nehme es jetzt nicht übel. So viel zu eurer Macht. Ich schätze, das ist das Beste, wozu Menschen in der Lage sind. Verdammt, Necklord, jetzt habe ich dich. Bereite dich auf dein Ende vor. Victor! Okay, wir 6 gegen Necklord. Wie hoch sind unsere Überlebenschancen gegen einen Vampir? Ich glaube 1 zu 1 Milliarde. Okay, wir haben jetzt ein paar Runen, die wir ausprobieren können. Bringt die Hölle irgendwas? Ich probiere es einfach mal. Wie gesagt, alles gut, sagt sie. Alles Gute. Gibt schlimmere Spoiler, wo ich definitiv eher böse drum wäre als das jetzt. So, tanzende Flammen. Na gut, Victor kann nichts machen. Scheiße. Ich hätte Cleo und Victor noch tauschen müssen. Schlag des Zorns. Und die Falkenrune natürlich. Mal gucken, was das bringt. Ich würde mal sagen, der Angriff bringt nichts. Aber dann weiß ich schon mal, das könnte ich für mehrere Gegner benutzen. Nee, das bringt wirklich nichts. Das war Verschwendung. Blitzeinschlag. Und vom Olymp, Donner. Mal gucken, wie sehr Feuer ihm Schaden macht. Nee, es bringt wirklich alles nichts. Und alle tot. Nee. So stark ist er dann doch nicht. Aber ich sehe schon, wir haben gar keine Chance. Bei Vampir, Untot und so. Wir brauchen Knoblauch, Kruzifixe und einen Flock. Ja gut, dann ist das wahrscheinlich wie ein geskripteter Kampf. Ach, er teilt sich sogar eine Fledermaus auf. Er kann sich in Nebel verwandeln, eine Fledermaus oder zum Werwolf werden. Dracula, der Herr des Teufelsschlosses, ist wieder auferstanden. Oder so ähnlich. Nee, ich habe keine Chance. Wir werden alle sterben. Okay, die Vampire haben mich einfach ausgesaugt. Ich glaube, das sieht sehr böse aus. Victor wird auch ausgesaugt. Okay, Flick. Für dich stehen die Chancen auch sehr schlecht.
Du meine Güte, wie berühmt ich doch geworden bin. Ein schweres Schicksal. Seid ihr nun zufrieden? Gebt mir eure Tochter. Ihr werdet die Ehre zuteil, meine 70. Braut zu werden. Da hast du aber gut zugelangt, wenn das schon die 70. ist. Wart! Bloß ab! Wir lassen das nicht zu, dass du Tengare mitnimmst. Geh mir aus dem Weg, oder willst du sterben? Nein! Dann lässt du mir keine Wahl. Warte! Geh zur Seite, Hix! Was tust du? Ich beschütze! Danke, Hix. Aber ich kann dich nicht sterben lassen. Aus dem Weg, Hix! Dein Stil gefällt mir, junge Dame. Wenn ich mit dir gehe, versprichst du dann deinen Dorfbewohnern nichts anzutun? Traue nie einem Vampir, Tengar. Hat dir das niemand beigebracht? Natürlich, du hast mein Wort. Tengar, ich schwöre, dass ich kommen und dich retten werde. Ich warte auf dich, Hix. Sollen wir uns auf den Weg machen, meine schöne Braut? Bist du wieder bei Sintir? Er stand genau vor uns und wir waren machtlos. Wir brauchen eine besondere Waffe, um ihn zu besiegen. Ich sag ja, Knoblauch, Kruzifixe oder ein Flock. Die meisten gewöhnlichen Waffen sind gegen Vampire nutzlos, besonders gegen Runenvampire. Okay, dann hat sich das mit dem Knoblauch, mit den Kruzifixen und Flock erledigt. Dann brauchen wir also eine andere Möglichkeit, den auszurotten. Hast du vielleicht eine Idee? Eine besondere Waffe gegen Vampire? Ich kenne keine. Obwohl, vielleicht an diesem Ort. Was habt ihr im Sinn? Genau, im Westen des Dorfes liegt der Tempel Kulon. Im Westen? Dieser Tempel wurde vor vielen Jahren von einem Priester namens Kulon gegründet. Ah! Spuck's endlich aus! Sag uns einfach, was wir wissen müssen! Oh ja, natürlich. Der Tempel Kulon soll ein Geheimnis beherbergen. Oh ja, das hilft uns sehr weiter. Wir haben keine andere Option. Lass uns den Tempel besuchen. Gut, also auf nach Westen. Überlege nur, ob ich hier noch irgendwas kaufen kann, sollte, möchte. Also viel bringt mir das nichts. Ich denke mal, ich versuche einfach mal so jetzt rüber zu gehen. Sollte vorher aber noch einmal speichern. Wenn ich nochmal, genau, das Hotel hier finde. Ich glaube, speichern bzw. schlafen sollte ich auch noch einmal. Ja, danke, es hat die stimmt, Weihwasser habe ich vergessen. Aber im Prinzip wären das die Sachen, die gegen Vampiren nutzen. Aber bei dem scheinbar wohl nicht. Naja, mal sehen, was uns für Möglichkeiten noch bevorstehen, wenn das schon nicht funktioniert. Wir werden es sehen. Erstmal nach Westen. Wir müssen Kugeln aufsuchen. Und Angst davor haben, was uns hier für Monster erwarten. Das hier müsste wahrscheinlich Kugeln schon sein. Ich habe kein Monster begegnet? Wow. Okay. Es ist verschlossen. Aber die Musik hier ist cool. Deswegen bin ich gerade so ruhig gewesen, sorry. Es war gerade so faszinierend, dieser Musik zu lauschen. Das sieht echt wie so ein alter japanischer Tempel aus. Gefällt mir. So, Meister Kulon. Bist du Kulon? Nee, Fukien. Ich habe eure Ankunft erwartet, Sternenmeister. Sternenmeister? Wer soll das sein? Kennst du den Tier? Nicht, dass ich wüsste. Natürlich. Meister Tier ist dazu bestimmt, der Anführer der 108 Sterne des Himmels und der Erde zu sein. 108 Sterne? Cleo, dieser Priester ist durchgeknallt.
Victor, du wurdest unter dem Tenko-Stern, dem einsamen Stern, und Cleo unter dem Tenman-Stern, dem Stern der Erfüllung, geboren. Ihr alle wurdet unter einen der 108 Sterne geboren, genau wie ich selbst. Es ist unsere Bestimmung, uns erneut unter den Sternen von Meister Tier, den Tenkai-Stern, den obersten Stern des Himmels, zu sammeln. Das ist genug Geschwafel, alter Mann. Jetzt hör auf, was wir zu sagen haben. Ich weiß es bereits. Ihr kamt, um herauszufinden, wie ein Necklord den Vampir zerstören könnte, richtig? Also, kennt ihr einen Weg? Ja, das tue ich. Folgt mir. Fugien schließt sich an. Was ist das? Ein Schrein? Dies ist der Eingang zur Höhle der Vergangenheit. Das, wonach ihr sucht, befindet sich hinter drinnen. Wenn du wusstest, dass wir kommen, wieso hast du nichts vorbereitet? Meister Tier, einiges wird euch in dieser Höhle erwarten. Ihr müsst bereit sein, alles zu akzeptieren. Bitte geht hinein und seid vorsichtig. Ich habe gespeichert, oder? Ja, doch, habe ich. Oh je, wieder so eine Höhle. Golems? Nee, Lehmpuppe. Okay. Jetzt dürfen wir auch noch gegen Lehm kämpfen. Ich werde mal erstmal gucken, was sie überhaupt drauf haben. Beziehungsweise wie viel die aushalten. Also Schaden machen die schon ordentlich. Mit Willkür bin ich da jetzt nicht bestens bedient, aber ich weiß, was sehr gut gegen die wirkt. Deswegen will ich einfach mal sehen, wie das Ganze jetzt endet. Na, reicht es für alle drei? Okay, diesmal macht es nur Schaden tatsächlich. Hätte gedacht, die würden jetzt auch aufgesaugt werden und ins Nichts verschwinden. Hätte ich bei der Seelenfresser-Wunde jetzt so vermutet. Aber gut, dann ist es nicht so. Aber wenigstens kriege ich ja schöne Level ab. Vielleicht schaffe ich hier sogar gar Level 40 dann zu erreichen. Dann könnte ich nämlich problemlos den nächsten rekrutieren. Scheiße, jetzt habe ich so viele Wege. Auch nur einer. Ach, den kriegen wir so platt. Ja, sag ich doch. Und ich merke gerade, ich sollte nochmal meine Truppe ein bisschen umändern. So, einmal Formation ändern, denn Cleo muss nach hinten. Victor müsste nach vorne, Flick eigentlich auch. Aber ich belasse es so. Valeria kann hinten bleiben, sie hat ja wenigstens die Falkenrune. Da kann es auch von hinten aus angreifen. Da ist das scheißegal. Okay, jetzt eine Treppe nach unten. Dann gehe ich erstmal hier rüber. Irrelicht und Banshee. Ich glaube, jetzt habe ich die brutaleren Gegner am Hals. Gut, machen wir nochmal... Ich mag die Hölle. Einfach mal, um zu sehen, was mit der Hölle passiert. Ich würde sagen, alle anderen greifen ganz normal an. Na gut, Flick könnte auch nur... Mach mal den Schlag der Wut und Valeria Falkenrune. So, gucken wir mal, ob das reicht. Vielleicht gehen die jetzt sowieso alle mit einem Schlag weg. Mal sehen, wie die Hölle für die aussieht. Ja, die sind alle verschwunden. Gut. Sehr geile Sache. So kriegt man gratis Erfahrungspunkte. Aber Level 40 kriege ich hier locker in dieser Höhle. Ah, hier wäre sogar ein Speicherpunkt gewesen. Nutze ich den doch direkt. Aber ich kriege hier einige Level-Ups. Ich bin sogar schon bei Level 40. Kann es sein, dass ich hierfür schon recht unterlevelt bin? Komm mir gerade so vor, weil ich zu viele Erfahrungspunkte kriege und... Ja, egal. Es funktioniert. Na, zwei Banshees.
Okay, diesmal greife ich ganz normal erstmal an. Ja gut, das reicht auch. Wie viele Erfahrungspunkte gibt ihr jetzt? Auf jeden Fall genug fürs nächste Level ab. Ich habe hier einen Fluchttalisman, falls ich hier raus will. Also links geht eine Treppe nach oben. Ich muss wahrscheinlich weiter in den Tiefen, also gucke ich erstmal links. Weil vielleicht finde ich da eine Truhe. Ich versuche es mal mit Willkür, weil ich wissen, was diese Irrlichter drauf haben. Oh, okay. Ach so, die halten gar nicht viel aus. Gut, dann brauche ich vor den Irrlichtern auf jeden Fall keine große Angst haben. Und zur Not kann ich einfach mal Tiers Hölle einsetzen. Dann haben die sowieso alle nichts zu lachen. Dann sind die schneller weg, als sie gucken können. Aber die Erfahrungspunkte hier sind echt Wahnsinn. Ich find's cool. Hier kann ich wenigstens insgeheim noch ein bisschen leveln. Ah, hier ist eine Truhe. Purpur-Umhang. Na, wem wollen wir den denn mal geben? Lass mal sehen, wie viel Verteidigung. 21. Jetzt wäre die Frage, wer könnte näher gebrauchen? Eigentlich haben alle schon recht viele HP. Aber die vorderen sind die, die eigentlich am meisten abbekommen. Alles klar, so habt ihr dann viel Spaß beim Zocken. Ich werde mal sehen, wie weit ich noch komme. Und danke, dass du da warst. Ich würde fast sagen, ich gebe sie Flick. Oder ich belasse es bei Pan, genau. Weil er ist ja sowieso Zielscheibe Nummer 1 bei den meisten Gegnern. So. Soweit, so gut. Nach unten könnte ich raus. Und nach oben gäbe es eine Treppe. Okay, hier mache ich auf jeden Fall definitiv die Höllenrune. Dann brauche ich die anderen eigentlich nicht benutzen. So, Tier, erledige das einmal kurz. Und weg sind sie. Jetzt gibt es nicht mehr ganz so extrem viele Erfahrungspunkte. Aber gut, es lohnt sich schon. Erstmal gucken, was wir hier drin haben. Ja, das ist ein weiterer Weg. Ich gehe mal kurz nach unten. Weil da könnte vielleicht eine Truhe wieder sein. Da ist sogar eine Truhe. Ist nur die Frage, ob ich da dran komme. Und nur ein Banshee. Leute, Willkür! Das arme Vieh. Das hatte ja gar keine Chance. So. Dann kann ich hier hoch. Sehr schön. Das sieht mir fast so aus, als könnte ich mich hier sehr gut verlaufen. Upsa. Sehr gut verlaufen. Bei meinem Glück schaffe ich das auch. Hier gibt es so viele Eingänge. Ja, die kann ich auch mit Willkür platt machen. Ja, Banshee ist ja mit einem Schlag weg. Okay, der Wurf ging daneben. Perfekt, auch die Lehmpuppe ist platt. Ein Fragezeichen-Gemälde habe ich wieder. Picasso hat wieder seine Gemälde verloren. So komme ich wahrscheinlich dann an die Truhe. Beziehungsweise bekomme ich erstmal ein paar Gegner am Hals. Okay, ihr seid gefährlich. Ich sollte mal kurz gucken, wie viele HP die noch alle haben.
Es geht noch, es geht noch. Aber ja, ich komme tatsächlich an die Truhe. Fluchttalisman Nummer 2. Ich gehe jetzt einfach mal hier ein bisschen durch. Irgendwo werde ich schon ankommen.